Also mein Typ ist eher der Südländer. Ich mag eher blonde Frauen. Ich stehe auf dicke. Behaart müssen die Männer sein. Groß und kräftig. Nein, nein, klein und zierlich. Große Brüste, einen dicken Schwanz und so weiter und so fort. Guten Morgen! Der Typ, auf den man bei der Partnerwahl steht, wird in Gesprächen ständig kultiviert und ja, sich interessiert darüber ausgetauscht. Na, was ist denn dein Typ? Aber was bedeutet es und was sind meine Erfahrungen diesbezüglich? Darüber möchte ich heute mit euch und vor allem eurer Bewusstheit reden. Was passiert im Körper, wenn man sich über seinen Typ unterhält? Man verstärkt ausgehend seiner Erfahrungen, die man gesammelt hat, das neuronale Netz für diesen Typ. Indem man es als etwas darstellt und davon redet, was man gerne hat. Man verstärkt die Wände in dem Kasten, aus denen man die Partner auswählt, und man das immer wieder wiederholt. Ein Beispiel, was auch in diese Kategorie fällt, ist, wenn euch jemand beleidigt und wie ihr damit umzugehen habt. Oben Infokarten. Und mit dieser Wiederholung, das ist mein Typ, wenn man es immer wieder wiederholt, beschränkt man sich. Man verkleinert seinen Horizont. Nun mag der oder diejenige kommen und sagen, nein, das ist nun mal mein Typ, das war bisher immer so. Und damit verstärkt man es wieder. Jedes Mal, wenn ihr in eurem Kopf einen Typ Partner habt und daran denkt oder euch darüber unterhaltet, verstärkt ihr eure Eindimensionalität und akzeptiert, dass ihr einen Typ habt. Es wird zur Realität und grenzt andere Typen aus. Ihr seid aber lediglich darauf konditioniert, durch eure Erfahrungen und euer wiederholtes und unnötiges vor allem Kastendenken. Und mit der Argumentation, es ist nun mal so, begebt ihr euch einfach nur in die Opferrolle und verweigert die Erfahrungen, die außerhalb dieses Kastens sind. Ihr fangt an, euch schon per se anders gegenüber euren Nicht-Typen zu verhalten. Und diese unbewussten Handlungen führen eben dazu, dass es dann auch nicht dazu kommen wird, dass dieser Nicht-Typ in die Kategorie des, oh, jetzt ist es mein Typ, wechseln kann. Selektive Wahrnehmung bei der Betrachtung der potenziellen Partner und das Rauspicken der Eigenschaften tut dann entsprechend auch seinen Teil dazu beitragen. Man bekommt das alles gar nicht bewusst mit, wie so viel in unserem Leben. 90% unserer Zeit verbringen wir unbewusst. Man denkt und damit aufgrund der Verbindung von Denken und Fühlen im neuronalen Netz fühlt irgendwann wirklich nur noch, dass man auf einen Typ steht. Warum kann ich das mit Sicherheit so sagen? Ich bin der lebende Beweis. Ich habe die Gabe, mich von Herz zu Herz mit dem Menschen zu verbinden, durch pure und reine Liebe, echte Liebe. Ich durchbreche im zwischenmenschlichen Kontakt diese Konditionierung. Konditionierung ist gefährlich und stark im Alltag, aber gegen die Kraft der universellen Energie, der Liebe, ist die Konditionierung machtlos. Ausnahmslos alle Frauen, bis auf eine, mit denen ich auf einer intensiven körperlichen Ebene aktiv geworden bin und oder mit denen ich, was ihr und bis vor kurzem auch ich Partnerschaften nennt, eingegangen bin. Die versicherten mir, dass ich wirklich überhaupt nicht ihr Typ sei. Also alle bis auf eine sagten mir, ich bin überhaupt nicht ihr Typ. Und trotzdem kam es zur Partnerschaft oder zu Körperlichkeiten. Und das ist bezeichnend. Wenn wir alle wahre Liebe finden, das Ziel vieler Menschen, und wenn fast jedes Mal dieses Nichts mit dem Typ zu tun gehabt hat, so wie das aus meiner Erfahrung ja, den Anschein hat, dann kann ich zumindest aus meiner Erfahrung euch mitteilen und sagen, es scheint fast so, als ob ihr wahre Liebe viel wahrscheinlicher mit Menschen findet, deren Typ ihr nicht seid und welche ihr nicht als euren Typ betrachtet. Denn scheinbar ist die Überwindung dieser Konditionierung, wenn es dann eben doch zu einer Annäherung kommt, sozusagen außerhalb der Range, dass diese Überwindung ihrerseits bereits in der Kraft der wahren Liebe zu finden ist. Ihr könnt, wenn ihr jemanden eine Partnerschaft eingeht mit jemandem, der eigentlich nicht euer Typ ist, dann denke ich, hat das ein großes Potenzial,
dass da wahre Liebe im Spiel ist. Und wenn wir schon bei der Liebe sind, es gibt keine Frau, mit der ich intensiv geliebt habe, die mich nicht auch noch heute liebt und ich sie natürlich auch. Weil wenn man echte Liebe gespürt hat, diese echte, wirklich echte menschliche Verbindung durch die universelle Wahrheit, die man in diesen Momenten spürte, das ist echt, das ist es, das ist alles. Dann kann man nicht mehr nicht lieben. Das geht nicht mehr. Das funktioniert nicht. Oder jemandem böse sein oder enttäuscht sein oder sowas. Das gibt's nicht bei wahrer Liebe. Partnerwahl nach Typ ist ein statischer Prozess, der nur mit Zufall zu echter Liebe führt. Und es wundert mich nicht, dass ich so selten echte Liebe zwischen den Menschen spüre, weil sie ja, diese zum einen nach meiner Auffassung völlig falsch definieren und zum anderen den Partner nach Kriterien im Denken auswählen und ihn dann auch in diesem bewerten, weil die gar keinen Zugang zu dieser Liebe haben. Zum Thema Liebe an sich habe ich ja schon einige Videos gemacht, ich werde euch mal das aktuellste dann oben rechts jetzt hier einblenden. Also weitet euer Feld in der Partnerwahl, schaut Menschen auch mit einem zweiten Blick an, auch wenn sie nicht eurem Typ entsprechen. Fast jeder ist diesbezüglich konditioniert. Ich auf jeden Fall auch. Macht das Experiment und wagt Annäherungen mit euch nicht sofort sympathischen oder optisch ansprechenden Menschen. Probiert es, versucht euren Tunnel zu sprengen und Erfahrungen zu sammeln und ausgehend dieser Erkenntnisse wird sich eine Demut entwickeln, weil ihr eure aufgestellten Glaubenssätze immer wieder über Bord werfen werdet. Das habe ich erlebt, das erlebe ich heute noch und so oft ich von Bewusstheit spreche, so oft erlebe ich mich auch wieder unbewusst. Und deswegen ist das Thema so eine Herzensangelegenheit, weil ich eben genau wie jeder andere Mensch in Unbewusstheiten hineinfalle, weil diese auch nicht per se schlecht sind. Sie helfen uns das Leben einfacher zu gestalten. Ich bin so demütig geworden, dass ich der Meinung bin, dass ich nichts weiß, sondern nur noch Erfahrungen machen kann und immer relativiere im Denken und von meiner Meinung und meinem Kenntnisstand rede und nicht von einer universellen Wahrheit. Bis auf die Ausnahme der Liebe. Aber selbst da kann ich sagen, das ist meine feste Überzeugung. Und auch da gestehe ich ein, dass dies vielleicht nicht der Wahrheit entspricht, dass Liebe nicht die universelle Energie ist. Das ist meine tiefe Erfahrung, meine tiefe Überzeugung. Ich erwähne das nicht immer explizit, dass das meine persönliche Erfahrung ist, sondern ich in den Worten generalisiere ich vielleicht doch das ein oder andere Mal. Aber dann umso wichtiger das an dieser Stelle auch nochmal zu erwähnen. Alles was ich sage, ich weiß nichts, alles was ich sage sind meine Erfahrungen, die ich mit euch teile, über die ich mit euch in den Kommentaren rede und ja. Das soll es für heute gewesen sein. Teilt mir in den Kommentaren eure Erfahrung mit entsprechenden Typen, das ist ja heute unser Thema, mit entsprechenden Typen mit, ob ihr schon mal jemanden kennengelernt oder lieben gelernt habt, der nicht eurem Typ entsprach und ja, dass es vielleicht etwas Besonderes war, vielleicht auch nicht. Ich freue mich auf jeden Fall über eure Kommentare und wenn ihr die Anregungen im Video gut fandet, dann freue ich mich natürlich immer über einen Daumen als Rückmeldung, als positiven Kommentar und natürlich auch über einen Kommentar als solches, dass es ein schönes Video war. Alles Liebe, Euer Christian.